Jahnu. Jahnu ist der Name eines alten Weisen in grauer Vorzeit. Jahnu spielt insbesondere in der Mythologie um Ganga, die in Herabkunft des heiligen Flusses Ganges, eine Rolle. Jahnu war ein Weiser, ein Heiliger, der viel meditierte. Und dann kam Ganga hinab in diese Welt. Und die Ganga war sehr laut und sie war sehr ungestüm und machte einen großen Lärm. Und der Jahnu, dem passte das nicht. Also trank er die Ganga. Und so brachte er die ganzen Ganga, die an die Welt kommen sollte, um letztlich zu reinigen und Menschen zu helfen, Gott zu erfahren. So schluckte er die ganze Ganga und so konnte die Ganga nicht weiter in die Welt hineinkommen. Das fanden natürlich die Götter nicht so gut und das fand auch einer, der die Ganga hinunter hinabbringen wollte, nicht so gut. Und so machte er großes Tapas, also der Bhagiratha fand das nicht gut. Und er machte intensives Tapas und bat dann Jahnu, doch die Ganga wieder freizulassen. Gut, und dann entließ Jahnu die Ganga aus seinem Ohr. Und dann floss die Ganga aus dem Ohr von Jahnu hinaus und floss so weiter in die Welt. Und deshalb heißt die Ganga auch Jahnavi, also diejenige, die durch Jahnu hindurch geflossen ist, die aus Jahnu herauskommt und die zu Jahnu gehört. Also das ist ein Grund, weshalb Ganga auch als Jahnavi bezeichnet wird. Klingt vielleicht wie eine eigenartige Mythologie, aber es hat auch andere, man kann sagen, Bedeutung, übertragene Bedeutung. In den alten Mythen steckt ja immer vielfältige Bedeutung, nicht nur eine. Und eine, die du dort sehen kannst, Ganga symbolisiert ja göttlichen Segen. Göttlicher Segen kann zu dir hinströmen. Und es kann sein, dass du diesen göttlichen Segen ganz für dich behalten willst. Und wenn du den Segen nur für dich behältst, dann bringst du letztlich den Segensstrom zum Erlöschen. Es gilt aber, diesen Segensstrom weiterzugeben, ihn durch dich hindurch wirken zu lassen. Und dann kannst du Segen in die Welt hineinbringen. Öffne dich für göttlichen Segen, nimm ihn an. Aber bleib nicht einfach in dir, sondern gib weiter. Es gilt, im Fließen zu bleiben. Es gilt, göttlichen Segen weiterzugeben. In diesem Sinne ist Jahnu ein Beispiel für, wie ein Aspirant sein kann. Göttlichen Segen annehmen, göttlichen Segen weitergeben. Und so wird dann göttlicher Segen Jahnavi. Er ist nicht nur Gottes Segen, sondern wird auch zu deinem Segen, denn du gibst es weiter. Aber was auch immer du Gutes weitergibst, ist auch nicht von dir selbst, sondern du bist dort nur ein Instrument. Es scheint so, als ob das, was du weitergibst, so wie Jahnavi ist, aber du selbst bist in Wahrheit nur ein Instrument Gottes. Alles, was du gibst, kommt von Gott und geht zu Gott hin. Also Jahnu, Name eines Weisen, durch den die Ganga hindurch geflossen ist. Ja, das war ein Eintrag im Yoga-Vidya-Sanskrit-Lexikon oder dem Yoga-Vidya-Wörterbuch zu Yoga-Meditation, Ayurveda, indischer Spiritualität, Mythologie und Philosophie. Alles auch zu finden auf www.yoga-vidya.de. Suchst du irgendetwas zu Yoga-Meditation und Ayurveda? Geh auf unsere Internetseite, dort findest du einen Suchschlitz oder ein Suchfeld. Dort kannst du jeden beliebigen Begriff eingeben. Du wirst dort eine Antwort bekommen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.